Ashen One. So I'm Ashen. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Genau, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es waren 49 Intelligenz und Glaube, den wir brauchen. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Ich möchte auch eine bestimmte Waffe benutzen. Und dafür die Stats zuerst zu haben, ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Ah, da ist er. 16 Stärke, 18 Geschick. Okay. Nehmen wir erstmal Stärke. Da sind wir schon auf 16. Farewell, Ashen. May the flames guide thee. Wir würden dann ja nochmal geben. 800. Ja. Auswahl benutzen, Option hier benutzen. Entschuldigung, da musste ich ganz kurz niesen. At produce the mark of ash will guide thee to the land of the lords. To Lothric, where the homes of the lords converge. Very well, then take. Wie man das jetzt übersprungen habe. Farewell, Ashen One, may the. Bevor wir das Ding einsetzen. Gucken wir uns erstmal um. Oh, hi. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Was sie denn? Umschlüssel für 20.000. Heilungshilfe. Ich könnte den Vergleich mit meiner Waffe. Frage, da gibt's. Ah. 99, 15. Ashen. Okay. Ja. So, hier haben wir einen alten Bekannten. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust? A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith you weapons. I am a smith. Such is my purpose. Er kann unsere Essos verkaufen. Zuweisen. Und verstärken. Wir werden sterben. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one,
and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Ach, André. Pretty big, I don't want to see. Die Abschlussdialoge werde ich mir jetzt nicht jedes Mal anhören, weil werden wir wahrscheinlich noch oft genug sehen. Okay, soweit sieht es sonst alles noch leer aus. Das wird sich aber ändern mit der Zeit. Eine wichtige Sache, die es Dark Souls 3 anders macht als Dark Souls 1 und 2. NPCs haben ihre Questlines, wie üblich, aber man muss sie nicht beschwören, um sie zu machen. Dark Souls 1, die NPCs... Welche NPCs? Also so in etwa. Wir hatten keine richtige Questlines, beziehungsweise nur wenige Solaire hatte. Ich glaube, der Großhut-Typ hatte... Logan hieß er, glaube ich. Es gab bestimmt noch ein, zwei weitere, zum Beispiel der Goldene Ritter. Wenn man den nicht sofort tötet, hat er auch eine Questline, wenn er die Feuerhüterin wieder zurückholt und so weiter und so weiter. Dark Souls 2 hat so viele verschiedene Questlines zusätzlich von den Leuten, die man beschwören kann. Mir fällt der Name nicht ein. Der Degenfrau Bernhard. Ich glaube, ein, zwei gab es noch. Die versteinerte Frau, die man gerettet hat, hatte, glaube ich, noch eine Questline. Dark Souls 3, so ziemlich jeder NPC, den man außerhalb des Feuermannschreins findet, hat eine Questline. Ich möchte auf ein bestimmtes Ending hinarbeiten, was erfordert, dass ich eine bestimmte Questline mache, die drei verschiedene NPCs beinhalten. Vier, fünf, ein paar. Zusätzlich möchte ich noch eine zweite machen, um an bestimmte Ausrüstung anzukommen. Verschiedene Questlines hier in dem Spiel haben natürlich verschiedene Auswirkungen. Sie zum Beispiel hat eine Questline für ein anderes Ending. Die erste Questline, die ich machen will, führt so ziemlich zu einem der komplexeren Endings in Dark Souls. In allen drei Dark Souls. Das Spiel hier hat drei Achievement Endings und noch ein viertes, kleines abgeändertes. Deswegen. Und eines davon will ich halt machen, das halt relativ komplex ist, deswegen werde ich ab und zu mal einen kleinen, ne, auf der Wiki mal kurz gucken, so, kann ich das machen? Muss ich das machen? Und die andere Questline ist, wie gesagt, einfach nur für ein paar Items. Ach ja, Thron haben. Bravo. Der heilige Aldrich des Abgrunds. Ludlef, der Verbannte, der übrigens hier ist. Den müssen wir nicht suchen. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Wir können das da weiter im Lager. Die Wächter des Abgrunds. Jorm der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Spiel hat eine feste Reihenfolge an den Bossen. Na, doch. Ja, ungefähr. Du bist die Hauptbosse.
Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist okay. Hatten wir in Dark Souls 2 ja schon. Beziehungsweise Dark Souls 2 war da im Gegensatz so ein bisschen offener. Ah ja. All that unkindled. And a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Knowest thou? Okay. Treat the firekeeper not with discourtesy. She is much like thee. Prisoners both, kept to link the fire. Correctus. Jetzt haben wir nur noch ihn hier, glaube ich. Bist denn du? Ah, another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Zusammenbrechen. Don't you think? Ich glaube, er hat auch eine Questline. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking truth. Was ging's hier? Genau. Okay. Wollen wir jetzt das Schwert einsetzen? Bei, Freund, haben Sie vielleicht einen besseren Schild? Ah, das ist gut, wasn't it? Er verkauft nichts? Ugh. Pretty, I don't. Unschild? Aha. Besser als mein? Nicht wirklich. Na gut. Bögen ist natürlich übrigens nicht mehr so gut. Ashen One. Das ist immer noch okay, aber jetzt nicht so wie in Dark Souls 2. Dafür gibt es einen Ring oder zwei, mit dem man die wieder besser machen kann. Leuchtfeuer entzünden. Wir werden es aber nicht hinsetzen. Der Respawn ist gesetzt, wie immer. Und wir werden uns einfach ein bisschen weiter noch umschauen. Ja. Diese Folge und die nächste, also diese Folge, falls diese Folge noch ist, ein bisschen noch hier im Feuerbandschrein sein. So, hier haben wir den Riesenbaum. Riesenbaumsamen, noch nicht gefallen. Aber Dark Souls 2 hat tatsächlich nie bekommen. Aber Riesenbaumsamen machen einfach, dass Gegner in Raider angreifen. Sobald man den Samen benutzt. Und hier haben wir einen kleinen Glitch. Das ist hier eine Leiter, da geht es nicht hoch. Eigentlich soll man den Turmschlüssel kaufen. Hoch und dann kommt man da irgendwo was dann raus. Man kann aber auch hier hochspringen. Ich bin erstaunt, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Der Sprung ist nicht leicht. Wenn man an dem Baum immer so leicht hoch und runter glitscht, dann muss man schnell rüberziehen und springen. Wie gesagt, ich bin erstaunt, dass ich das geschafft habe und ich bin mir ziemlich sicher,
dass ich den Sprung nochmal machen muss. So, hier geht's rein. Da wollen wir noch nicht rein. Ich möchte liebend gerne erstmal... das ist eine Möglichkeit. Kann ich ihn anvisieren? Könnte ihn anvisieren. Nee. Okay. Der Boy ist sehr aggressiv. Stark. Gegner fangen grundsätzlich an, nach einer Zeit Deckung zu suchen, tatsächlich. Ich glaube, das ist das, was hier gerade passiert. Jetzt können wir mal gucken. Keine Pussy, ich bekämpfe die immer normal. Ich meine, wenn es klappt, warum nicht, wa? Er ist aber auch wirklich ein sehr starker Gegner. Und das werden wir uns gleich snacken. So. Funkeltitanit. Glaube ich, hier kommt man irgendwo raus. Vom Turm? Nee. Was ist denn hier? Meine Orientierung sind verloren. Ist hier nur für die Echse? Gut. War nur für die Echse. Ist okay. Das hier drin muss. Deswegen man auf das mal hoch muss. Okay, sehr vorsichtig sein hier. Und hier oben haben wir ein Krähennest. Genau, hier kann man wie immer Sachen eintauschen. Eine der Wände ist eine scheinbare Wand. Nicht sogar mehrere Wände waren eine scheinbare Wand. Hier sollen wir da runter droppen. Ich mich nochmal kurz umschauen. Checken. Ja, ist doch gut. Ja, wie einer. Bei der Krähe kann man übrigens Solar Set bekommen. Außer Schild und Schwert, glaube ich. Doki. Das ist keine Mimik. Immer noch Schlangenwing. Ah, genau, der war sogar. Nein, ich hätte zuerst holen sollen. Na gut. Wir sind ja nicht hier zum Min-Maxen, also. Okay. Unnötig habe ich es dann nicht. Aber das ist sehr gut, dass wir den jetzt schon haben. Warum müsste ich jetzt nochmal hoch? Muss ich, glaube ich, nicht. Wir können auch mal hier vorbeigucken. Auf der Seite waren wir nämlich noch. Vielleicht würde ich gerne Lothric bringen. Ja, weiß ich. Ich bin ziemlich sicher, dass ich noch irgendwas verpasse. Bin mir nicht ganz sicher.
Hat er sich aufgefüllt wieder? Den haben wir doch benutzt. Untotenschätze. Ah. Den haben wir doch benutzt, als wir gegen den Typen da gerade verbrannt haben. Interessant. Okay, hier kann man den Turmschlüssel benutzen. Oder kommt man raus oder was auch immer. Uchikatana, Gewänder des Meisters, Handschuhe des Meisters. Oder in anderen Worten, du läufst nackt rum. Sechster Sinn warnte mich vor der Gefahr. Ich tanzte die Wirbelklinge aus und blieb unverletzt, was ich von meiner kleinen Jurt nicht bauen kann. Ja, das hat mehr Gift- und Blutungsresistenz, aber dafür ist alles andere Müll. Ist von dieser. Genau, man benutzt den Turmschlüssel da hinten und kommt dann hier raus. Und ja, man würde direkt hinter ihm rauskommen. Aus Uchikatana braucht 16 Geschütze. Sich dann mit Sicherheit einrichten. Huch. Fertigkeit parieren. Genau. Dieses Symbol unten links an dem Schild zeigt quasi an, was so eine Art Parry und was auch immer es hat. Einfach zack. Ost-West-Schild ist zum Beispiel auch ein Parierschild. Ganze 3 Punkte besser. Wirkt unabhängig von der Schildhand. Genau, Weapon Arts muss man immer zweihändig nehmen und dann die Parieren-Taste drücken. Ja, hab ich doch. Jetzt laber mich nicht voll, Mann. Was? Entschuldigung, ich möchte trotzdem gerne Level Up machen. War nicht so gemeint. Danke. Und ja, wir müssen jetzt mal zu dir zurückkommen zum Level Up. Aber wir haben das Reisen durchgenommen. Essos Flask Share haben wir noch. Hallo Freund. Verstärken. Danke Freund. So. 4 Flask, ein Asche-Flask sollte glaube ich am Anfang okay sein. Urmauer von Lothric. Unser einziger Ort. Aus solidem Eisen gefertigter Helm eines niederen Ritters. Ich will diesmal nicht mal eine Elite-Ritterrüstung nehmen, weil die gibt's ja auch wieder. Oh? Nein, das Bonfeuer ist aus. Ich habe ja wie gesagt ein Bild im Kopf. Und passend dazu möchte ich schauen, ob ich auch passendes Aussehen finde. Hohe Mauer von Lothric. Das ist Lothric. Da ist ein Bonfire. So, den Beat kenne ich noch ein bisschen. Mit ein bisschen meine ich relativ gut. Ich habe Dark Souls 3 auch gut durchgesuchtet damals. Ich habe den DLCs nicht für das Spiel. Muss ich noch ändern. Das Season Pass sollte nicht so teuer sein. So. Ich kann schon garantieren, hier gehen wir falsch. Keine Frechlichkeit da oben. Holla. Ich würde gerne backstabben, um zu sehen, wie laut das ist. Immer noch sehr laut, holy shit. Na gut. Müssen wir wohl mit leben, weil auf meinen Ohren dröhnt das auch noch. Also für euch ist es tatsächlich sogar schon ein Stück leiser. Hoppala.
kein Ort, an dem ich sein wollte. Titanitscherbe, Großaxt. 32 Stärke. Klar. Ruhe. Ja, die haben Angst vor einem. Meistens zumindest. Zwei Flasks down, oder? Ah, ja. Vergaß. Von denen gibt es einige. Und wie gesagt, ein Schock gegen Feuer. Aua. Sieht so cool aus. Langbogen, gewöhnlicher Pfeil. Und Bait. Bögen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Immer noch okay. Kannst damit immer noch Gegner anlocken. Was ja eigentlich der Haupt... ne, die Hauptsache von. Und nicht... haha, Two-Shot auf normalen Gegner. Würde lieber gerne da runter droppen. Okay, kein Item. Oh, ob der hier aufsteht? Man weiß es nicht. Den das verlassene Leichnam. Genau, hier würden wir irgendwo rauskommen. Also von dort würden wir hier rauskommen. Gehen wir nochmal kurz zum Bonfire zurück. Bin nochmal auf. Gameplay fühlt sich auf jeden Fall sehr smooth an. Im Vergleich zu Dark Souls 2. Wenn er die Glocke läutet, werden die alle aggressiv. War das ein Backstab? Ich glaube, es hätte ein Backstab sein sollen. Donk. Muss aber vergleich mal, wie laut. Der Backstab ist vielleicht zu mir. Bonk. Das ist so eine Drachenleiche. Ah, Mist. Oh, ich hab das Schild nicht ausgerüstet. Ups. Sehr ungünstig. Wirft einer mit Feuerbomben? Du Schwein! Oh. Ich habe seine Haltung durchbrochen. Deswegen das Budum. Ja, das. Ich möchte übrigens sagen, ich habe in diesem Spiel fast alle Achievements. Mir fehlen, glaube ich, nur alle Ringe und alle Zauber oder irgendwie sowas. In diesem Spiel ist es tatsächlich so, du kannst sämtliche Eide im Offline-Modus hochgrinden.